Wunderschönen guten Morgen alle zusammen, liebe Vertriebspartnerinnen, liebe Vertriebspartner. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Es ist ein besonderes Webinar, nämlich unser dritter Nachholtermin für die ausgefallenen Vorträge von dem Tag des Dialogs. Geht heute mal um das Thema Klima und die Auswirkungen, die uns Versicherer betreffen, eben aus der Perspektive eines Rückversicherers. Wir haben als Referentin haben wir gewinnen können die Frau Lena Ebsen von der Hannover Re. Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Technikcheck. Frau Ebsen, Sie sind noch in der Leitung? Ja, ich bin da. Super. Frau Ebsen wird mit Sicherheit auch gleich nochmal zwei, drei Worte über sich verlieren. Bis dahin möchte ich noch kurz ein paar organisatorische Dinge loswerden, so wie ich es immer mache. Wenn Sie mich jetzt schon hören können, ist das schon mal die halbe Miete. Wenn Sie jetzt dazu auch noch ein Bild sehen, dann wird das Ganze noch besser. Ich sehe, es sind schon ganz, ganz viele von Ihnen auf der Präsentationsseite, aber für diejenigen, die noch nicht drauf sind, erkläre ich es noch mal kurz. Also die Folien können Sie auf der Internetseite www.csnstart.de sehen. Da sind zwei Eingabefelder, einmal Name und PIN. Und der Name sollte bekannt sein, die PIN-Nummer verrate ich gerne. Diese lautet 565656. Nochmal in aller Ruhe auf der Internetseite csnstart.de. Tragen Sie bitte in dem Feld Ihren Namen ein und bestätigen mit der PIN-Nummer 565656. Wenn es andersrum sein sollte, dass Sie schon die Präsentation gesehen haben und aus irgendwelchen Gründen aus der Telefonleitung fallen, dann sehen Sie da so ein Infokärtchen. Da steht auch nochmal eine direkte Einwahlnummer drin. Also Sie brauchen sich dann keine Sorgen zu machen. Sie haben auch jederzeit die Möglichkeit, sich nachträglich wieder in die Konferenz mit einzuwählen. Die Präsentationsunterlagen und das YouTube-Video hier zu der Aufzeichnung und die Weiterbildungszertifikate, das werden wir Ihnen im Nachgang automatisch zur Verfügung stellen. Das wird vielleicht noch diese Woche, ansonsten spätestens Anfang nächster Woche wird das der Fall sein. Und zu allerletzt noch ein kurzer Ausblick. Nachdem die Frau Ebsen jetzt gleich mit ihrem Vortrag beginnt, haben wir am Ende noch die Möglichkeit für eine offene Fragerunde. Wie die technisch funktioniert, erkläre ich dann lieber am Ende nochmal, damit auch jeder die Möglichkeit hat, seine Fragen zu stellen. Also wenn Ihnen zwischendurch was auffällt, schreiben Sie es vielleicht auf und am Ende der Veranstaltung haben wir dann nochmal die Möglichkeit für die Fragerunde. So, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Dann begrüße ich jetzt hiermit nochmal ganz förmlich die Frau Lena Ebsen von der Hannover Re, die heute als Referentin hier auftritt und wünsche viel Spaß und ich melde mich dann später mal zur Fragerunde zurück. So, Frau Ebsen, Sie dürfen bitte. Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin freue mich, dass so viel Interesse an diesem Thema ist und freue mich auf den Vortrag hier über Klimawandel und möchte eben einen Überblick und Ausblick aus Perspektive eines Rückversicherers geben zu diesem Thema. Vielleicht vorweg nochmal ein paar Sätze zu mir. Also mein Name ist Lena Ebsen, wie gesagt. Ich bin seit gut 5 Jahren bei der Hannover Rück, E&F Rück, und bin da im Risikomanagement tätig, beziehungsweise genauer gesagt in der Naturgefahrenmodellierung. Und vom Hintergrund her bin ich Meteorologin, habe mich also im Studium auch schon viel mit dem Thema Klimawandel beschäftigt und das ist eben eins meiner Hauptthemen, die ich zusammen mit einem weiteren Kollegen betreue. Genau, ich würde jetzt einmal starten mit einem Überblick, was ich heute in diesem Vortrag darstellen möchte. Und zum einen möchte ich erstmal damit starten, einen allgemeinen Kurzüberblick über Klimawandelforschung zu geben. Das Stichwort Treibhauseffekt, natürlicher und menschengemachter Treibhauseffekt. Das ist eben erstmal so die globale Perspektive. Dann möchte ich im zweiten Schritt auf verschiedene Emissionsszenarien eingehen, da ja niemand weiß, wie sich die Zukunft wirklich entwickeln wird und was da passieren wird, gibt es eben verschiedene Szenarien, die man sich da angucken kann. Und dann möchte ich das Ganze etwas
ja, weiter lokalisieren sozusagen, mich auf Europa und Deutschland fokussieren. Was für Auswirkungen vom Klimawandel haben wir da schon? Was ist schon zu beobachten? Und eben auch, was ist denn eigentlich zu erwarten, was in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auf uns zukommen wird? Dann möchte ich nochmal die Chance nutzen, auf das Hochwasser aus 2021 einzugehen, da ein bisschen zu analysieren, was ist da passiert und inwiefern steht das eigentlich mit dem Klimawandel im Zusammenhang. Sicherlich ja ein Event, das ja vielen sehr präsent ist. Und abschließend möchte ich dann gerne noch einmal damit einen Überblick zu geben, was wir für verschiedene Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Klimawandel bei der E&F-Rück Hannover-Rück so machen. Genau, dann würde ich einmal mit dem Kurzüberblick zum Thema Klimawandelforschung starten und da eben einmal, naja, ganz am Anfang im Prinzip beginnen, was irgendwie so das ganz Relevante ist, vielleicht auch schon häufiger mal gehört, aber ich finde es eben ganz wichtig, da noch einmal zu unterscheiden, dass wir eben einen natürlichen Treibhauseffekt haben und dann eben zusätzlich dazu den menschengemachten Treibhauseffekt. Und das, was hier in der Grafik dargestellt ist, ist im Prinzip die Strahlungsbilanz der Erde. Und alle Energie, die bei uns, oder fast alle Energie, die bei uns auf der Erde ankommt, kommt eben von der Sonne. Und die Wege der Sonnenstrahlung sind hier eben in den gelben Pfeilen dargestellt. Und das, was am Oberrand der Atmosphäre ankommt, geht zum größten Teil auch bis zur Erdoberfläche dann runter. Ein Teil davon, von der kurzwelligen solaren Strahlung, wird schon in der Atmosphäre absorbiert, aber das ist nur ein sehr kleiner Anteil. Der Großteil kommt also an der Erdoberfläche an und wird da entweder absorbiert, also aufgenommen, oder eben reflektiert. Das ist dann eben abhängig davon, was für eine Oberflächenbeschaffenheit man am jeweiligen Ort hat. Das kennt man ja auch aus dem Alltag. Zum Beispiel, wenn man helle Flächen nehmen nicht so viel Wärme auf. Das ist eben dann genau das, dass nicht so viel Sonnenstrahlung aufgenommen wird. So ist das eben dann zum Beispiel in polaren Gebieten der Fall, wo viel Eis und Schnee ist. Da wird der Großteil der Sonnenstrahlung eben reflektiert. Anders ist es über dem Ozean. Da wird eben der Großteil dann absorbiert, aufgenommen. Das, was aufgenommen wird an der solaren Strahlung, führt dann lokal zu einer Erwärmung. Und jeder Körper strahlt dann selbst auch wieder eine Art von Strahlung ab. Das ist dann langwellige Strahlung. Und das ist das, was hier in den orangefarbenen Pfeilen dargestellt ist, dass eben die Erde, die Erdoberfläche in Abhängigkeit von der Temperatur dann wieder Strahlung abgibt. Und das ist jetzt eben der ganz entscheidende Punkt. Das ist jetzt eben langwellige Strahlung, also eine andere Art von Strahlung als die solare Strahlung. Und die wird in der Atmosphäre größtenteils wieder aufgenommen. Und zwar von den berühmten Treibhausgasen. Da gehört auch Wasserdampf zu, aber ansonsten eben auch die Gase, die man vor allem kennt. Kohlendioxid, Methan, Lachgas und auch Ozon. Und wenn man sich hier jetzt mal die Zahlen anguckt sozusagen, dann geht der Großteil davon, wird von diesen Gasen aufgenommen innerhalb der Atmosphäre. Die geben dann diese Moleküle selbst auch wieder Strahlung ab. Aber der Großteil bleibt eben innerhalb des Systems, sodass es eben zu einer Erwärmung führt. Und das ist genau der Treibhauseffekt, der erstmal grundsätzlich auch der natürliche Treibhauseffekt ist, weil diese Gase eben einfach in der Atmosphäre schon vorhanden sind. Ein Teil davon geht aber auch wieder in den Weltraum zurück, sodass man da auch einen Teil der Strahlung sozusagen wieder verliert, in Anführungszeichen. Dieser natürliche Treibhauseffekt sorgt eben für eine Temperaturerhöhung bei uns auf der Erde. Ohne Treibhauseffekt hätten wir eine durchschnittliche Temperatur von ungefähr minus 18 Grad Celsius, während wir mit diesem natürlichen Treibhauseffekt eine Durchschnittstemperatur von 15 Grad haben. Sprich, das macht einen Unterschied von 33 Grad aus, hat also einen sehr großen Effekt und ist letztendlich auch der Grund, warum menschliches Leben überhaupt in der Form, wie wir es kennen, möglich ist. Das ist also ganz relevant, dass wir diese Treibhausgase grundsätzlich haben. Das Problem ist jetzt sozusagen, dass durch die menschlichen Aktivitäten, und das ist eben primär die Verbrennung fossiler Energieträger, die Treibhausgase oder die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre deutlich erhöht werden, sodass eben dieser Treibhauseffekt deutlich verstärkt wird. Und wenn man von den Pariser Klimazielen redet, ist ja immer die Rede davon, dass man die globale Erwärmung auf unter 2, besser noch unter 1,5 Grad begrenzen möchte. Wenn man das jetzt in Zusammenhang setzt, wir haben 33 Grad Temperaturunterschied durch den natürlichen Treibhauseffekt, kann man natürlich erstmal sagen, ist das überhaupt so relevant? Das ist ja
relativ gering im Vergleich zu dem, was der natürliche Treibhauseffekt schon bewirkt. Aber die Antwort ist ganz klar, ja, es ist relevant und es hat einen sehr großen Einfluss, was für eine gesamtglobale Erwärmung wir letztendlich erleben werden. Und das möchte ich in den kommenden Abschnitten dann auch nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Aber einen Zwischenschritt möchte ich gerne noch einmal machen und auf den aktuellen Zustand des Klimas gucken in Form der Temperatur, wieder global gemittelt. Und jetzt habe ich einmal zwei Grafiken für mitgebracht. In der linken Grafik ist die Temperaturanomalie der letzten 2000 Jahre dargestellt. In schwarz hier ganz am Ende haben wir die beobachteten Werte, die hier eben dargestellt sind, der letzten 150, 170 Jahre. Davor alles, was in grau ist, das sind rekonstruierte Temperaturdaten, weil sie zu dem Zeitpunkt eben noch nicht gemessen wurden. Aber es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, wie man Temperatur rekonstruieren kann, anhand von Korallen, anhand von Eisbohrkernen aus der Antarktis. Oder gibt es verschiedene Möglichkeiten, sodass man das eben rekonstruieren kann. Und wenn man sich jetzt den Temperaturverlauf über die letzten 2000 Jahre anguckt, sieht man, der Großteil davon war relativ stabil. Natürlich gibt es da Variationen, Fluktuationen, auch mal ein bisschen wärmer, ein bisschen kältere Phasen, aber im Großen und Ganzen war das relativ stabil. Vergleicht man das jetzt zu den letzten 170 Jahren oder 150 Jahren, dann sieht man eben diesen enormen Temperaturanstieg innerhalb kürzester Zeit, was man eben in den letzten 2000 Jahren nicht gesehen hat. Man kann aber noch weitere Zeiten zurückgehen und das ist das, was hier ganz links in diesem Balken nochmal dargestellt ist, für die letzten 100.000 Jahre, wie da die Bandbreite der Temperaturanomalie war. Und da sehen wir, dass da auch durchaus Temperaturen bis 1 Grad wärmer als dieser Referenzzeitraum quasi schon beobachtet wurde, was dann ja wieder eine ähnliche Ebene ist, wie die, wo wir aktuell sind. Der entscheidende Unterschied aber, und das ist ganz essentiell, ist eben, dass das niemals in so einem kurzen Zeitraum passiert ist, wie wir das in den letzten 150 Jahren beobachtet haben. Und das ist eben ganz essentiell und ein Grund dafür, warum das so besorgniserregend letztendlich auch ist, was wir hier gerade eigentlich erleben. Wenn man jetzt in die letzten 170 Jahre nochmal reinzoomt, das ist das, was in der rechten Grafik dargestellt ist, dann sehen wir in schwarz wieder den Verlauf der beobachteten Temperatur, aber haben eben noch zwei zusätzliche Linien Schraffierungen dann da, die jeweils die Temperaturanomalie zeigen, wie sie sich aus Klimamodellen ergibt. Und da haben wir eben einmal in dem grünlich-bläulichen Ton das, was sich nur aus natürlichen Antrieben ergibt. Also sprich, man hat die interne Klimavariabilität in dem Klimamodell berücksichtigt und zusätzlich die Variabilität der Sonnenstrahlung und auch vulkanische Aktivitäten damit drin. Und wenn man das sieht, sieht man eben, der Temperaturverlauf ist insgesamt sehr stabil. Man hat, wie gesagt, wieder die Variabilität da drin und den Unsicherheitsbereich, aber insgesamt ist es relativ stabil. Das heißt, nur die natürlichen Antriebe sind nicht in der Lage zu erklären, wo der Temperaturanstieg, den wir hier eben in schwarz sehen, der beobachtet wurde, wo der herkommt. Zusätzlich sehen wir dann eben noch diese gelblichen Farben und die stehen eben für Klimamodellsimulationen, die natürliche Antriebe haben und zusätzlich noch den durch Menschen verursachten Treibhausgasanstieg. Und da sehen wir dann eben sehr gut, wenn wir diesen menschlichen Faktor mit berücksichtigen, kann man das sehr gut rekonstruieren, was man beobachtet hat. Und das ist so einer der Hauptpunkte, warum man eben sagen kann, der Klimawandel, den wir gerade beobachten, ist zu einem großen Teil menschengemacht. Das war mir hier an dieser Stelle einmal sehr wichtig, darauf einzugehen und Sie da einmal alle abzuholen. So viel also erstmal zu dem globalen Zustand, wie die Lage aktuell sozusagen ist. Und das, was jetzt natürlich alle immer interessiert, ist, wie geht es denn weiter? Und da hat man letztendlich, weiß man es natürlich noch nicht, das ist natürlich sehr abhängig davon, wie bestimmte politische Entscheidungen getroffen werden, wie sich verschiedene technische Aspekte entwickeln. Aber um eben eine Aussage darüber treffen zu können, was in der Zukunft passieren wird, gibt es eben verschiedene Emissionsszenarien, die vom Weltklimarat definiert wurden. Und da ist hier in dieser Grafik jetzt nochmal wieder der Temperaturverlauf dargestellt.
von 1950 bis 2100. In Schwarz haben wir wieder die beobachteten Temperaturen oder die Temperaturanomalien sind es wieder. Und dann sehen wir eben hier in den bunten Farben 5 verschiedene Szenarien, die ja, viermal exemplarisch gezeigt wurden. Vom Weltklimarat wurden auch noch mehr Szenarien definiert, aber das sind so die Hauptszenarien, die man sich gerne anguckt. Die Benennung ist hier etwas kryptisch auf den ersten Blick. Die sind eben einmal unterteilt sozusagen in ein allgemeines Narrativ quasi. Das ist das, was eben hier links auch einmal steht. SSP steht für Shared Social Economic Pathway. Also da geht es einfach nur darum, dass man eben dieses Narrativ hat, wie die funktionieren und alle die beiden Szenarien, die hier in den bläulichen Tönen dargestellt sind, das ist sozusagen der nachhaltige und grüne Weg. Die unterscheiden sich dann nochmal, und das ist die zweite Zahl, die da am Ende der Bezeichnung jeweils dran steht, in dem Strahlungsantrieb. Ist das letztendlich nicht besonders intuitiv, ist aber eben die wissenschaftliche Bezeichnung dazu. Der Hintergrund zu diesen beiden Szenarien ist aber letztendlich das Pariser Klimaabkommen, dass man eben die globale Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts auf unter 2 Grad begrenzen will. Das ist das, was dem dunkelblauen Szenario hier entspricht. Oder besser noch, eigentlich auf maximal 1,5 Grad, was eben dann dem hellblauen Szenario entspricht. Zusätzlich hat man aber natürlich auch die Option, dass es dass das nicht erreicht wird. Und dafür gibt es dann eben noch weitere Szenarien, wie zum Beispiel hier das extremste Szenario, wo man bei knapp 5 Grad Erwärmung am Ende des Jahrhunderts ankommt, das sich dann eben die fossile Entwicklung nennt, dass man eben weiterhin auf die fossilen Energieträger setzt und dementsprechend ja, dann eben auch weiter die Treibhausgase ausstößt und die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre deutlich erhöht. Gerade vom COP, der aktuell ja stattfindet, hat man es vielleicht ja auch in der Presse schon gelesen. Ansonsten ist ja immer so ein bisschen die Frage, auf welchem Weg sind wir denn eigentlich? Wie realistisch ist das, dass wir das Pariser Klimaabkommen einhalten? Und das, was ich jetzt zuletzt dazu gelesen habe, ist halt, dass wir auch von dem, was die Regierungen weltweit eben zugesagt haben, bis wann aus verschiedenen fossilen Energieträgern ausgestiegen werden soll und so weiter, dass wir da auf einem Weg sind, von ungefähr 2,5 bis 3 Grad Erwärmung am Ende des Jahrhunderts. Also sprich ungefähr im Bereich von diesem gelben Szenario sein werden. So, wenn man das jetzt mal vergleicht, fehlt also noch einiges an Anstrengung, um dann wirklich die Pariser Klimaabkommen zu erreichen. Ein Beispiel möchte ich noch einmal dafür geben, wie sich das jetzt auf bestimmte Ereignisse auswirken kann, diese verschiedenen Szenarien. Und in den allen Folien, die noch folgen, werde ich jetzt auch immer nur von bestimmten Niveaus globaler Erwärmung sprechen sozusagen. Das ist ja etwas intuitiver, als hier die offiziellen wissenschaftlichen Bezeichnungen SSP 1.26 oder so zu nennen. Ist also, um das ein bisschen anschaulicher zu gestalten. Und da habe ich jetzt einmal ein Beispiel mitgebracht für extreme Niederschläge und landwirtschaftliche und ökologische Dürren. Und hier in der linken Grafik ist es eben einmal für den starken Niederschlag über Land dargestellt. Und was hier eigentlich gezeigt wird, ist im Prinzip, wie sich ein 10-Jahres-Ereignis, also ein Ereignis, das im Durchschnitt alle 10 Jahre oder einmal in 10 Jahren auftrat in dem vorindustriellen Zeitalter, also 1850 bis 1900, wie sich das in der Häufigkeit und der Intensität mit der globalen Erwärmung verändert. Und da haben wir eben hier in der oberen Reihe sozusagen einmal die Häufigkeit, das heißt aktuell in unserem gegenwärtigen klimatischen Zustand sozusagen tritt so ein Ereignis, das eben früher einmal in 10 Jahren aufgetreten ist, inzwischen schon ungefähr 1,3-mal in 10 Jahren auf. Also die Häufigkeit hat schon etwas zugenommen. Und für die verschiedenen Niveaus zukünftiger globaler Erwärmung sieht man eben schon, für eine 1,5 Grad Erwärmung erhöht sich das auf 1,5-mal, wie oft es auftritt sozusagen in 10 Jahren, oder für 4 Grad Erwärmung bis auf 2,7-mal. Das ist eben das eine, dass sich die Frequenz von diesen Ereignissen verändert. Und das andere ist dann eben, wie sich die Intensität von diesen Ereignissen verändert. Und das ist das, was in dem unteren Teil der Grafik nochmal dargestellt ist. Dass eben so ein ehemaliges 10-Jahres-Ereignis heute schon knapp 7% mehr Niederschlag mit sich bringt. Und eben in dem Extremfall von 4 Grad Erwärmung 30% mehr Niederschlag zu erwarten ist.
sodass man eben ganz klar sieht, sowohl Häufigkeit als auch Intensität von so einem Event, im Falle von Starkniederschlag jetzt, wird sich erhöhen. Und je stärker die globale Erwärmung ist, desto stärker wird sich das auch erhöhen. Und das ist genau das, was ich am Anfang sagte. Wie relevant ist es denn eigentlich, so 1,5-2 Grad Erwärmung in Bezug auf den natürlichen Treibhauseffekt, der ja schon viel stärker ist? Gerade für die Extremereignisse hat es eben macht es einen signifikanten Unterschied, wie viel Erwärmung jetzt durch den anthropogenen Klimawandel noch dazukommt. Dem gegenübergestellt sozusagen ist auf der rechten Seite noch einmal dann das analoge Beispiel sozusagen für die Dürren dargestellt, nach dem gleichen Prinzip. Und auch da sieht man eben, die Frequenz und die Intensität von diesen Ereignissen werden zunehmen. Man kann allerdings auch sagen, das Ganze ist nicht symmetrisch, also sind ja letztendlich entweder in Anführungszeichen habe ich Niederschlag oder es ist trocken. Es ist aber nicht so, dass man jetzt erwarten kann, dass sich das gleichermaßen gleich ausgeprägt sozusagen verändert, weil es eben andere Faktoren mit reinspielen, die dafür relevant sind. Aber man sieht hier eben zum Beispiel für 4 Grad Erwärmung würde eben so ein 10-Jahres-Ereignis aus der vorindustriellen Zeit bezüglich der Dürre dann schon 4-mal auftreten, wird also deutlich häufiger nochmal als extreme Niederschläge. Ja, soweit dann erstmal zu den allgemeinen globalen Aspekten. Und dann würde ich jetzt im nächsten Schritt eben mir mal ein bisschen genauer Europa und Deutschland angucken. Was haben wir da aktuell schon für Auswirkungen und was für Auswirkungen sind zukünftig zu erwarten? Und da würde ich als erstes noch einmal wieder auf die Durchschnittstemperatur gucken, dieses Mal dann eben nur für Deutschland. Und was hier dargestellt ist, ist die Temperaturanomalie jeweils für 10 Jahresperioden von 1881 bis 2020, eben immer über 10 Jahre gemittelt. Und wenn man sich hier die letzten 4 Jahrzehnte anguckt, fällt eben ganz deutlich auf, jedes der Jahrzehnte war jeweils wärmer als das vorangegangene und insbesondere eben auch als alle vorangegangenen Jahrzehnte. Das heißt, also man hat hier von 1941 bis 1950 ja auch mal ein etwas wärmeres Jahrzehnt gehabt. Das gibt es natürlich auch durch Klimavariabilität einfach, aber dieser Trend, diese Tendenz und auch, dass es eben immer steiler steigt sozusagen, ist eben dann sehr prägnant für den Klimawandel. Wenn wir uns jetzt das letzte Jahrzehnt von 2011 bis 2020 einmal angucken, sehen wir eben, dass wir hier bei ungefähr 2 Grad Erwärmung sind im Vergleich zu dem, was wir weltweit eben sehen, mit knapp über 1 Grad. Das liegt eben zum einen daran, dass es der Klimawandel lokal, regional einfach unterschiedlich ausgeprägt ist. Insbesondere ist es hier aber der Effekt, dass wir uns jetzt mit Deutschland eben nur eine Landfläche angucken, während global eben auch der Ozean natürlich mit berücksichtigt ist und die Landflächen erwärmen sich einfach schneller als die Wassermengen, sodass das eben das ist, was man erwartet, wenn man sich nur Land anguckt. So, dann würde ich jetzt mal dazu kommen, was sicherlich ja viele interessiert sozusagen, was passiert denn mit den Gefahren, die für uns als Versicherungsindustrie eben besonders relevant sind. Und da ist in dieser Tabelle jetzt einmal dargestellt, die verschiedenen Gefahren, Wind, Flut bzw. Starkniederschlag, Dürre und Hitzewellen, Waldbrände und Hagel und dann jeweils, was sich aus der Wissenschaft aktuell ergibt, inwiefern sich Häufigkeit und Schweregrad verändern werden und auch, ob wir innerhalb der nächsten 10 Jahre schon Auswirkungen davon sehen werden. Und da lassen sich die Gefahren eben in zwei Klassen eingruppieren. Da haben wir eben einerseits dann Flut, Dürre und Waldbrand, für die man den wissenschaftlichen Konsens hat, sowohl Frequenz als auch Intensität werden unter dem Klimawandel zunehmen. Und wir erwarten auch kurzfristig innerhalb der nächsten 10 Jahre diese Auswirkungen zu merken. Und ich würde auch so weit gehen zu sagen, die Auswirkungen merken wir zum Teil schon heute. Demgegenüber stehen dann eben die Gefahren Wind und Hagel, für die man im Moment keinen richtigen Konsens hat in der Wissenschaft, wie die sich unter dem Klimawandel verändern werden in Europa. Oder die Unsicherheit einfach sehr groß ist. Das liegt daran, dass es viele verschiedene Klimamodelle gibt weltweit, die von verschiedenen wissenschaftlichen Instituten betreut werden. Und das kann eben sein, dass verschiedene Klimamodelle verschiedene Änderungen sehen.
was es dann eben einfach schwierig macht, zu sagen, woran liegt das? Wenn viele Modelle sich einig sind, ist eben, hat man eine höhere Sicherheit, dass das auch wirklich eintreten wird. Dadurch, dass man hier eben keinen Konsens hat, ist es natürlich umso schwieriger zu sagen, ob wir jetzt kurzfristig davon Auswirkungen merken werden oder nicht. Dementsprechend ist das unbekannt. Und auf diese einzelnen Gefahren möchte ich jetzt in den folgenden Folien auch einmal eingehen und hier jetzt als erstes einmal starten mit der Durchschnittstemperatur wieder, die dann ja letztendlich als Indikator gesehen werden kann für Dürren und auch letztendlich in dem Zusammenhang dann auch Waldbrände. Die Ergebnisse, die ich hier jetzt zeige, die kommen von der PESETA-4-Studie. PESETA steht für Projection of Economic Impacts of Climate Change in Sectors of the European Union based on Bottom-Up Analysis. Also das ist im Prinzip ein Projekt der EU, die dafür sorgen wollen, sozusagen, dass das Wissen oder die Wissenslücken eigentlich eher geschlossen werden darauf, was denn unter dem Klimawandel für bestimmte Auswirkungen zu erwarten sind. Und an diesem Zeitpunkt möchte ich ja einmal nochmal darauf hinweisen, dass es immer, wenn man sich Klimawandelstudien anguckt, ganz wichtig ist, darauf zu achten, was als Referenzperiode genommen wird. Die PESETA-4-Studie verwendet hier den Zeitraum 1981 bis 2010. Und das ist eben im Gegensatz zu dem, was wir auf allen bisherigen Folien gesehen haben, da war der Vergleichszeitraum immer das vorindustrielle Zeitalter. Das heißt, das macht hier schon mal einen Unterschied, weil wenn man diesen Zeitraum 1981 bis 2010 sich anguckt, da war die globale Durchschnittstemperatur im Vergleich zur vorindustriellen Zeit eben schon um fast 1 Grad erhöht. So dass man da eben immer ein bisschen vorsichtig sein muss, was man sich anguckt und was man vergleicht. Was hier aber jetzt zu sehen ist, ist, wie sich die mittlere Jahrestemperatur regional in Europa eben verändert für 3 verschiedene Szenarien, das 1,5 Grad, 2 und 3 Grad Szenario, über das gesamte Jahr gesehen, erstmal in der linken Grafik. Und da sieht man eben beim 1,5 Grad Szenario, ist das noch relativ gleichmäßig verteilt, sag ich mal, die Erwärmung von 1 bis 1,5 Grad über Gesamteuropa. Lediglich hier in den nördlichen Gebieten sieht man, dass die Erwärmung da schon etwas stärker ist, bis zu 2 und auch schon über 2 Grad. Das ist eben das, was ich vorhin auch schon mal ansprach, dass es regional, lokal können die Effekte eben sehr, sehr unterschiedlich sein. Und die Tatsache, dass hier die nördlichen, polareren Gebiete dann schon die höhere Erwärmung sehen, das ist das, was man dann letztendlich als polare Verstärkung bezeichnet, nämlich, dass sich die polaren Gebiete schneller erwärmen als der Rest des Planeten, was daran liegt, dass es verschiedene Rückkopplungseffekte gibt, die sich da selbst verstärken. Das ist dann da primär so der Fall, dass man eben eine initiale Erwärmung hat, dadurch schmilzt mehr Eis und Schnee, dadurch wird weniger der Sonnenstrahlung reflektiert und mehr absorbiert und dadurch erwärmt es sich wieder, sodass man da eben diese Rückkopplungseffekte hat, die dazu führen, dass sich diese Gebiete besonders stark erwärmen. Und das ist auch, wenn man sich dann die weiteren extremeren Szenarien anguckt, wird das immer ausgeprägter, dass man eben hier in den nördlichen Bereichen die stärkste Erwärmung sieht und eben auch in dem 3-Grad-Szenario da Erwärmung von deutlich über 4 Grad dann lokal hat. Und man sieht aber eben auch, dass der Mittelmeerbereich hier auch ganz besonders betroffen ist von starken Erwärmungen. Das Ganze ist natürlich nicht nur regional unterschiedlich, sondern auch saisonal. Und deswegen ist hier auf der rechten Seite noch einmal unterteilt in Sommer- und Winterdurchschnittstemperaturen. Und letztendlich sind das dann wieder die beiden Punkte, die ich eben schon angesprochen habe. Zum einen, dass man eben vor allem im Sommer die starke Erwärmung im Mittelmeerraum sieht. Und noch stärker ausgeprägt im Winter dann eben die Erwärmung in den polaren Gebieten, was eben dann gerade dieser Effekt von Schnee und Eis ist, den ich eben angesprochen habe. So viel zur Temperatur. Und dann würde ich jetzt als nächstes noch einmal auf Stürme eingehen, was ja für die Versicherungsindustrie ganz besonders relevant ist, da es ja mit die schadenträchtigsten Naturereignisse in Europa sind und jährlich eben ungefähr 5 Milliarden Euro Schaden im Durchschnitt natürlich verursachen, so dass natürlich die Frage ist, was passiert denn mit den Stürmen und dem Klimawandel? Entschuldigung.
Die Zahl der gemeldeten Stürme hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Allerdings kann man nicht sagen, oder es gibt keinen Konsens darüber, ob das ein klimabedingter Trend bei den Stürmen ist über Europa. Und die Grafik, die hier unten zu sehen ist, die kommt auch wieder aus der PESETA-4-Studie. Die ist nicht ganz intuitiv, deswegen werde ich sie einmal im Detail erklären. Wir haben hier für verschiedene Regionen jeweils einen Kreis, also einmal der Norden Europas, der zentrale Westen, Osten und Süden und einmal Gesamteuropa. Und es sind jeweils drei Kreise dargestellt. Der innere Kreis steht für das 1,5-Grad-Szenario, der äußere für 3-Grad-Szenario. Und dann sind es zwei verschiedene Parameter, die hier einmal angeguckt werden. Das ist einerseits das 100-Jahres-Event und andererseits die Anzahl der Flautentage. Und was hier jetzt in den Farben dann in den einzelnen Kreisen dargestellt ist, ist ein signifikanter Anstieg. Das ist in dunkelblau dargestellt. Dann in diesem Fall in der Intensität des 100-Jahres-Events oder eine signifikante Abnahme. Das ist in hellblau dargestellt. Für eben dann in diesem Fall das 100-Jahres-Event. Alles, was grau ist, spiegelt sozusagen die Fläche wider, in der man für das jeweilige Szenario in der jeweiligen Region keine signifikante Änderung sieht. Und ohne das jetzt im Detail da weiter drauf eingehen zu wollen, sieht man einfach, für das 100-Jahres-Event ist der Großteil ziemlich grau. Das heißt, diese Studie kommt zu dem Schluss, der Großteil der Fläche sieht keine signifikante Änderung für das 100-Jahres-Event. Etwas anders sieht das dann bei den Flautentagen aus. Da ist schon der Eindruck insgesamt, das ist ziemlich dunkelblau, was man da sieht. Und das heißt eben, dass in einem Großteil der Fläche die Anzahl der Flautentage, also die Tage, die wenig Wind haben, zunehmen wird. In allen Szenarien und letztendlich auch über alle Regionen, wenn auch besonders ausgeprägt hier in dem zentralen Westen Europas. Das ist dann natürlich für Windenergie zum Beispiel, kann das durchaus ein Problem werden. Ist aber natürlich, wenn man sich jetzt erstmal die Schäden durch Stürme anguckt, erstmal ganz beruhigend. Allerdings möchte ich an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass es eben auch andere Studien gibt, die zu anderen Ergebnissen letztendlich auch kommen. Da ist die Unsicherheit in der Klimawandelforschung einfach aktuell noch sehr groß. Aber nach diese PESETA-4-Studie lässt eben aktuell vermuten, dass aufgrund des Klimawandels keine signifikanten Änderungen im Sturmrisiko in Europa auftreten wird. Allerdings muss man natürlich trotzdem bedenken, es gibt nicht nur klimarelevante Faktoren und Trends, sondern eben auch andere Aspekte, wie zum Beispiel Veränderungen von Vermögenswerten oder allgemein Exposure-Wachstum, sodass man das natürlich mit berücksichtigen muss, was dann in Summe natürlich trotzdem zu mehr Schäden in der Zukunft führen kann. Dann würde ich als letztes Beispiel hier noch einmal auf Starkniederschläge eingehen wollen. Und zwar ist es so, dass die global gesehen die mittleren Niederschläge unter dem Klimawandel auf jeden Fall zunehmen werden. Das hängt mit einer einfachen physikalischen Beziehung zusammen, die sogenannte Clausius-Clapeyron-Beziehung, die aussagt, wenn pro Grad Erwärmung sind 7% mehr Luftfeuchtigkeit in der Luft sozusagen, also mehr Feuchtigkeit in der Luft, die dann irgendwo anders auch wieder abregnen muss. Sodass man eben erwartet, die mittleren Niederschläge werden gemittelt zunehmen. Das kann aber dann regional und saisonal wieder sehr unterschiedlich aussehen. Und das ist das, was hier eben in der Grafik rechts einmal dargestellt ist, wie sich für Ende des Jahrhunderts unter einem knapp 5-Grad-Szenario die Starkniederschläge verändern werden. Links für Winter, rechts für Sommer. Und man sieht eben im Winter, ist das alles sehr grün, das heißt, da werden die Niederschläge insgesamt oder die Starkniederschläge so um 15-35% zunehmen. Regional natürlich wieder etwas unterschiedlich. Im Sommer sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Da sieht man eben auch gerade im Mittelmeerraum hier einiges an bräunlichen Farben, sodass man da dann eine Abnahme vom Starkniederschlag hat. Das sagt jetzt erstmal noch nicht direkt was über die mittleren Niederschläge aus. Aber die Tendenz ist natürlich, dass, wenn es weniger regnet, dass wir dann das Waldbrandrisiko zum Beispiel, Dürrerisiko, deutlich ansteigt. Aber auch hier ist nochmal wieder relevant,
Es sind natürlich nicht nur die klimatischen Bedingungen, die eben relevant sind, um dann auch das, ja, die, das Gefahrenpotenzial, das Risiko insgesamt darzustellen, sondern es gibt eben natürlich auch Aspekte wie Bevölkerungsdichte. Wie entwickeln sich Überschwemmungsgebiete? Wie geht man damit um? Was für Schutzmaßnahmen werden werden verstärkt oder reduziert? Wie wird das Land genutzt? Das sind alles Aspekte, die auch mit berücksichtigt werden müssen, um eben ja abschätzen zu können, was für Schäden aus solchen Ereignissen dann auch entstehen können. Ja, dann würde ich jetzt noch einmal auf das Hochwasserevent aus dem vergangenen Jahr zurückblicken und da einmal damit starten für das Tief Bernd, das uns ja diese Überschwemmung letztendlich gebracht hat, einmal meteorologisch einzuordnen. Und zwar war die Großwetterlage das sogenannte Tief Mitteleuropa. Das heißt, wir hatten ein Tief über Mitteleuropa liegen und da wurden viele warme, feuchte Luftmassen aus dem Mittelmeerraum nach Zentraleuropa gebracht. Und das ist das, was man hier auf dem linken Bild, auf dem Satellitenbild einmal sehen kann. Hier haben wir das Mittelmeer, das Weiße sind eben die Wolken und da sieht man, dass hier sehr zentral dieses Tiefdruckgebiet liegt und dass es eben so gelagert ist, dass die Luftmassen hier aus dem Mittelmeerraum nach Zentraleuropa gebracht werden. Diese Wetterlage hat eben Potenzial für ausgedehnten Niederschlag im Sommer. Und das ist eine Wetterlage, die regelmäßig vorkommt. Im Schnitt sind das ungefähr 10 Tage pro Jahr. Allerdings hat das eine hohe Variabilität. Das heißt, es kann eben auch mal sein, dass es 20 Tage pro Jahr vorkommt oder eben auch gar nicht. Diese Wetterlage wurde auch schon mit anderen Überschwemmungen in Verbindung gebracht, weil die eben sehr viel warme, feuchte Luftmassen nach Zentraleuropa bringt. Eben wie zum Beispiel 2002 Elbe-Hochwasser oder 2013 Elbe und Donau. Es gab ein paar Faktoren, die beim Tief Bernd besonders ungünstig waren. Und der eine war zum Beispiel, dass es eine relativ persistente Wetterlage war. Das heißt, dass dieses Tiefdruckgebiet sich wenig fortbewegt hat, sondern eben relativ stationär war und dementsprechend die Niederschläge viel an den gleichen Stellen gefallen sind. Und das ist das, was man hier in dieser rechten Grafik oben sieht. Da ist eben dargestellt, wo der Kern des Tiefdruckgebiets lag. Und dieser Zeitraum hier, während es sich hier auf dieser Bahn fortbewegt hat, das sind eben 3 Tage. Also war das 3 Tage relativ stationär über Zentraleuropa, hat eben für starke Niederschläge dann gesorgt. Und das waren auch hohe und weiträumige Niederschläge innerhalb von 24 Stunden, die auch lokale Wiederkehrperioden von deutlich über 100 Jahren hatten für diese Starkregenereignisse. Zusätzlich war dann eben besonders ungünstig, dass ganze Flusseinzugsgebiete beregnet wurden und durch die Orographie dann so ein Kanalisierungseffekt entstanden ist, sodass das, diese Wassermassen dann eben alle an einem Ort sozusagen zusammengelaufen sind. Und dazu kam auch noch, dass bereits seit Mai ähnliche Wetterlagen waren, die dafür gesorgt haben, dass der Boden einfach schon sehr gesättigt war mit Wasser und nicht mehr viel aufnehmen konnte. Und zusätzlich kommt eben auch noch dazu, dass das ein Bereich ist, in dem die Flussauen sehr besiedelt sind, sodass eben einfach viel Potenzial schon mal da war für Schäden, die entstehen können. Und das Stichwort Schäden. Gibt eben ein relativ differenziertes Schadenbild, wenn man einmal Starkregen vergleicht und dann Starkregen, der zu Sturzfluten führt. Bei nur in Anführungszeichen Starkregen hat man dann eben den Wassereintritt in Keller oder Erdgeschosse, während man bei der Sturzflut, die damit einhergeht, eben noch die strukturellen Schäden mit dazu hat. Und die Durchschnittsschäden bei Sturzfluten sind eben deutlich höher durch diese strukturellen Schäden, nämlich um einen Faktor 2,3 bis 4,5 im Vergleich zu einem Flusshochwasser. Das hat eben verschiedene Aspekte, wie zum Beispiel die höhere Fließgeschwindigkeit und den schnell ansteigenden Wasserpegel, dass Material mittransportiert wird, mitgerissen wird, was eben noch weitere Schäden anrichten kann. Häufig ist es eben so, dass diese kleineren Flüsse und Bäche sehr dicht am Wasser dran besiedelt sind, sodass das im Vergleich zu größeren Flüssen eben gar nicht so stark übertreten muss und dass man eben bei größeren Flüssen auch häufig besser darauf eingerichtet ist und darauf Vorsorgemaßnahmen getroffen hat sozusagen. Und was eben auch noch relevant ist für diese Sturzfluten, ist, dass es eine relativ geringe Vorwarnzeit gibt, sodass eben auch häufig viele Autos betroffen sind, die nicht rechtzeitig weggebracht werden können sozusagen.
Für das Tief Bernd kam zusätzlich noch dazu, eben, dass der weltweite Preisanstieg bei Rohstoffen und Vorprodukten die finanziellen Schäden nochmal zusätzlich erhöhen. Und ja, der Marktschaden für diese Überflutungen liegen bei ungefähr 10 Milliarden Euro in Deutschland. Und das hat eine geschätzte Wiederkehrperiode von 50 bis 80 Jahren. Aber ganz wichtig an dieser Stelle ist mir nochmal zu erwähnen, dass ein Unwetter dieser Art eben keine Ausnahmeerscheinung ist, sondern dass diese Wetterlage grundsätzlich regelmäßig vorkommt und es dann eben immer die Frage ist, wo genau passiert das und wie persistent ist diese Wetterlage, sodass das eben regional dann doch wieder sehr unterschiedliche stärkere oder schwächere Folgen haben kann. Was hier rechts in der Grafik noch einmal dargestellt ist, ist das, was ein Kollege von mir gemacht hat, um letztendlich relativ kurz nach dem Ereignis eine Schadensschätzung machen zu können. Und da hat er verschiedene Daten genutzt. Zum einen eben kann man von Copernicus Daten dazu bekommen, was eben tatsächlich überschwemmt ist. Das ist das, was in Rot dargestellt ist. Das ist jetzt erstmal noch gar nicht so eine große Fläche. Aber man kann eben über verschiedene Proxys sich noch weitere Flächen angucken, die potenziell auch Überschwemmungen haben können, eben dadurch, dass die Einzugsgebiete da Starkniederschlag erfahren haben oder dass man eben vermutet, dass da aufgrund von anderen Parametern auch Überschwemmung eingetreten ist. Und das ist das, was in den verschiedenen Farben hier gekennzeichnet ist, über verschiedene Proxys sozusagen, sodass man eben ein Gefühl dafür bekommen kann, wie groß ist die Fläche, die in der potenziell mit Schäden zu rechnen ist. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie hoch sind die Durchschnittsschäden. Aber genau, das sind so Analysen, die man dann eben relativ kurz nach dem Event machen kann, um darüber Aussagen treffen zu können. Die Frage ist jetzt natürlich, inwiefern hat denn der Klimawandel eigentlich einen Einfluss darauf? Und wenn man sich erstmal so einen allgemeinen Trend anguckt, über Starkregen und die Niederschlagsanomalie ist hier rechts in der Grafik über Deutschland dargestellt von 1881 bis 2020. Alles, was grünlich-bläulich ist und nach oben geht, sind positive Anomalien, also mehr Niederschlag als sonst. Alles, was nach unten geht und orange ist, ist weniger Niederschlag als sonst. Und man hat jetzt so einen leichten Trend da drin, keinen ganz klaren Trend. Ein paar Sachen fallen auf, wie zum Beispiel, dass man besonders viel kleinräumigen Starkregen hat, vor allem in Hitzejahren. Also in 2006 oder 2018 zum Beispiel hat man dann eben tendenziell mehr Starkregen, was einfach daran liegt, dass Hitze konvektive Ereignisse fördert, also letztendlich lokale Gewitter. Man hat jetzt irgendwie keinen ganz besonders deutlichen Trend, aber Radarmessungen deuten schon darauf hin, dass es eine höhere Frequenz und auch eine höhere Intensität von Starkregenereignissen gibt. Immer nach solchen Ereignissen wird ja auch gerne in der Presse viel darüber spekuliert, oh, ist das der Klimawandel und das ist das, was wir jetzt immer erwarten müssen oder eben auch das Gegenteil hat nichts mit dem Klimawandel zu tun. Um das Ganze ein bisschen auf solidere Füße zu bringen, sage ich mal, gibt es jetzt seit ein paar Jahren einen relativ neuen Forschungszweig, der nennt sich Attributionsforschung. Und da geht es gerade darum, dass Wissenschaftler eben versuchen, kurz nach einem Ereignis zu berechnen, inwiefern der Klimawandel dafür dieses Ereignis schon eine Rolle gespielt hat. Und das kann man eben damit machen, dass man verschiedene Klimamodellsimulationen nutzt, wo man eben die Chance hat, sich anzugucken, wie häufig tritt so ein Ereignis auf in unserer aktuellen Welt und wie häufig und mit was für einer Intensität tritt so ein oder wäre ohne den menschlichen Klimawandel so ein Ereignis aufgetreten. Und das, was hier für das Ereignis Bernd eben bei rausgekommen ist, ist, dass die globale Temperaturerhöhung die Eintrittswahrscheinlichkeit für dieses Ereignis um 20 bis 900% erhöht hat und die Niederschlagsmenge um 3 bis 19%. Das sind natürlich jetzt ordentliche Bandbreiten, so 20 bis 900%. Das ist jetzt noch keine besonders klare Aussage, aber was eben schon klar ist, der Klimawandel hat bereits einen Einfluss und macht diese Art von Ereignissen wahrscheinlicher und intensiver. Und das spricht eben dann auch dafür, dass wir mit zunehmendem Klimawandel noch häufiger mit solchen Ereignissen rechnen müssen. Ja, so viel zu dem, was so allgemein an Klimawandel in der Welt passieren wird.
Und da möchte ich jetzt gerne nochmal einen Überblick darüber geben, was wir für verschiedene Aktivitäten in dem Zusammenhang bei uns bei der E&S-Rück, Hannover-Rück, so haben oder auch gemacht haben. Und da würde ich einmal mit dem Zeitstrahl anfangen. Und das fing bei uns 2017 an, dass die Fragen immer mehr wurden. Was haben wir denn eigentlich für Schäden zu erwarten? Wie relevant ist der Klimawandel für uns eigentlich? Müssen wir jetzt schon aktiv werden, um verschiedene Strategien anzupassen? Müssen wir das im Pricing berücksichtigen? All diese Fragen wurden im Laufe der letzten 5 Jahre ungefähr immer mehr. Und angefangen haben wir dann 2017 damit, dass wir ein konzernweites Realistic Disaster Szenario zum Thema Klimawandel entworfen haben, also eben bestimmte Kriterien vorgegeben haben. Wir nehmen an, das und das tritt ein. Was für Schäden haben wir dann zu erwarten? Das haben wir dann im Jahr 2019 nochmal etwas erweitert mit einem ersten Klimawandel-Stresstest für das NatCat-Portfolio von der E&S oder Hannover-Rück-Gruppe. Und haben uns da eben erstmal auf die Szenarien beschränkt, die für uns eben besonders relevant sind. Einerseits natürlich von der Materialität her, andererseits aber natürlich auch unter dem Aspekt, für welche Szenarien erwarten wir denn die größten Änderungen unter dem Klimawandel zu sehen. Und das waren dann eben die Szenarien tropischer Wirbelsturm in den USA, Taifun in Japan und die Top 10 Hochwasserszenarien, die wir uns da angeguckt haben. Das waren noch recht allgemeine Annahmen und war sehr rudimentär insgesamt und ohne, dass wir dem jetzt eine Wahrscheinlichkeit zuordnen wollten, wie wahrscheinlich das ist sozusagen, dass dieses Szenario, was wir da für den Stresstest angenommen haben, eintritt, aber es ist ja letztendlich auch Grundlage eines Stresstests. Das war so der nächste Schritt. Was auch 2019 dann noch angefangen hat, ist, dass wir haben einen Großteil unserer NatCat-Modelle lizenziert. Sie werden dann dementsprechend immer validiert. Und dass wir da in diese Validierung aufgenommen haben, dass für alle atmosphärischen Gefahren der Prüfpunkt hinzugenommen werden muss, ob es einen Einfluss vom Klimawandel gibt und wenn ja, inwiefern wir den im Modell berücksichtigen müssten, um das dann eben gegebenenfalls anzupassen. Das Ganze, beide Aspekte sozusagen, also einerseits Klimawandel-Stresstest und andererseits eben auch Anpassung von Modellen, haben wir im letzten Jahr dann nochmal deutlich erweitert und das gehen das seitdem deutlich detaillierter an. Und insbesondere ist da eben ganz relevant für uns, dass wir intern einen Ansatz entwickelt haben, also einen Algorithmus im Prinzip, der aus den traditionellen Modellen, also die traditionellen Modelle nutzt. Und da eben mithilfe unseres Algorithmus einen klimawandelkonditionierten Eventkatalog, also ein Klimawandel angepasstes Modell letztendlich daraus abzuleiten. Und das ist, diesen Ansatz, den haben wir jetzt verwendet, dann eben, um einerseits unseren Klimawandel-Stresstest detaillierter berücksichtigen zu können, um da eben Aspekte auch zu berücksichtigen, die man direkt aus der Wissenschaft bekommt, wie zum Beispiel Änderung von Frequenzen, sodass das eben auch da direkten Eingang finden kann über diesen Ansatz. Und zusätzlich haben wir noch weitere Risikokategorien dazugenommen, wie zum Beispiel Immobilien oder Rechtsstreitrisiken. Noch einmal zusammengefasst ist es eben so, dass alle unsere NatCat-Modelle auf die eigene Sicht des Risikos angepasst werden natürlich und dass da eben auch die Klimawandel Aspekte oder Einflüsse sozusagen mit berücksichtigt werden und alle unsere Top 10 NatCat-Szenarien sind auf den Einfluss von Klimawandel untersucht und soweit nötig eben auch angepasst. Und diese Anpassungen werden bei uns konsistent für Risikomanagement und Preisfindung verwendet. Also da hat man keinen Versatz drin sozusagen. Und um jetzt nochmal ein bisschen konkreter zu werden, nicht nur so ganz allgemein auf der Ebene zu bleiben, habe ich hier noch einmal eine Übersicht mitgebracht, was für Annahmen wir für unsere Stresstest-Szenarien aus dem letzten Jahr verwendet haben. Insbesondere eben für US-Hurricane, das ist das, was hier als erstes einmal dargestellt ist, haben wir eben verschiedene Parameter, die wir über unseren internen Algorithmus sozusagen berücksichtigen können, wie zum Beispiel, wie sich die Frequenzen von bestimmten Ereignissen verändern, also von den besonders starken Ereignissen, die nehmen dann vielleicht ein bisschen mehr zu. Und zusätzlich können wir eben auch noch darüber berücksichtigen, dass sich der Niederschlag auch ändert und das mit berücksichtigen. Und da haben wir eben zwei verschiedene Szenarien gewählt, ein 2-Grad-Szenario und ein 4-Grad-Szenario.
Und da gibt es natürlich ein paar Herausforderungen. Man kriegt zwar aus der wissenschaftlichen Literatur etliche Informationen, aber man hat natürlich zusätzlich die Frage, wie viel Klimawandel steckt eigentlich in unserem Modell schon drin? Was ist davon schon berücksichtigt im Modell, sodass man da letztendlich dann auch immer ein bisschen auf Expertensetzung zurückgreifen muss, um sich dann die finalen Zielwerte zu definieren. Genau, diesen detaillierteren Ansatz haben wir eben für Japan und USA tropische Stürme benutzt. Für Flut und US-Buschbrände haben wir einen sehr vereinfachten Ansatz genommen. Das ist aber auch etwas, was wir kontinuierlich weiterentwickeln, um da eben ja mehr Details berücksichtigen zu können. Und als letztes würde ich dann noch einmal zeigen, was wir jetzt gerade im Sommer aktuell gemacht haben. Da haben wir uns das Europa-Flutmodell nochmal angeguckt, das revalidiert und eben auch nochmal berücksichtigt jetzt konkret, was wir für Änderungen durch den Klimawandel zu erwarten haben. Und das sind eben zwei Punkte, die wir da primär aus der Wissenschaft genommen haben, die wir für die Anpassung berücksichtigt haben. Und das ist zum einen eben, dass die Extremniederschläge unter dem Klimawandel häufiger auftreten und insbesondere eben die Niederschläge, die heute am extremsten sind, dass bei denen zu erwarten ist, dass pro Grad Erwärmung die doppelt so häufig auftreten wie heute. Das ist eben ein Punkt, den wir dann in unseren Algorithmus eingebaut haben, um das zu berücksichtigen. Und der zweite Punkt ist eben, dass persistente Wetterlagen zunehmen, so wie das eben jetzt im Beispiel Bern zum Beispiel auch war, dass dieses Tiefdruckgebiet eben relativ lange an einem Ort oder mehr oder weniger einem Ort, aber war, das ist eben auch etwas, was unter dem Klimawandel zunehmend zu erwarten ist. Und das haben wir dann eben, diese Frequenzänderung von den bestimmten Ereignissen haben wir dann eben über unseren Resampling-Algorithmus berücksichtigt. Und vielleicht hier mal als, ist vielleicht ganz spannend, was dann dabei rauskommt, da haben wir eben für 2050 Änderungen um 65% im Schadenerwartungswert gesehen und ungefähr 30% im 100er PML. Das ist jetzt europaweit, das ist regional, dann wieder kann das sehr unterschiedlich sein. Das sind natürlich schon recht ordentliche Zahlen, wenn man die sich so anguckt, aber das passt eben sehr gut auch zu dem, was wir aus anderen Studien gesehen haben, wie zum Beispiel von der IOPA passt das vom Wert her ganz gut. Und auch von JBA für Großbritannien kommt man auch auf ähnliche Größenordnungen.